7.000 bis 10.000 Besucher wurden erwartet zur traditionellen Leonhardi-Fahrt in Peißenberg. Am Sonntag sollte sie stattfinden, doch dann kam das Wetter dazwischen. Wir sind selber nur ganz blass eigentlich und sowas haben wir ja seit über 40 Jahren eigentlich nicht mehr gehabt, dass so viel Schnee gehabt hat. Aber die Sicherheit einfach ist heute vorgegangen, weil wir haben so viele Teilnehmer von auswärtigen Ortschaften, also bis von Murnau und Steingarten. Und die haben teilweise über 30 cm Neuschnee. Und die hätten gar nicht gewusst, wie die eine Rösser darunter bringen sollen. Und anhand von den Aspekten haben wir einfach gesagt, die Sicherheit ist einfach nicht gewährleistet für diese Fahrt. Der Wetterdienst warnte vor Unwettern und sendete am Sonntagmorgen einen Katastrophenalarm für den Landkreis Weilheim und Garmisch. Der engere Ausschuss entschied sich deshalb, die Leonhardi-Fahrt am Sonntag ausfallen zu lassen.